Für kommunistische oder sozialistische Länder wie Russland, China oder Venezuela ist Enteignung kein Fremdwort. Ist dort ein Haus beim Straßenbau im Weg, kommt es weg. Froh sein kann der, der entschädigt wird. Doch auch in Deutschland wird nun über Enteignung diskutiert. Über ein Volksbegehren soll abgestimmt werden, ob Eigentümer mit Wohneigentum über 3000 Wohnungen enteignet werden sollen. Betroffen wären insgesamt 10 große Immobilienfirmen, die eine marktbeherrschende Stellung in Berlin haben. Tatsächlich gibt es einen Artikel im Grundgesetz, Artikel 14, der eine Enteignung erlaubt, wenn es zum Wohle der Allgemeinheit passiert. Voraussetzung ist aber, ein Gericht entscheidet, ob es diesen überwiegenden öffentlichen Vorteil gibt und der Eigentümer wird angemessen entschädigt. Das Problem: Vor allem in Berlin sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen. Die Mietpreise parallel auch. Gleichzeitig wurde nur wenig in den sozialen Wohnungsbau investiert. Deswegen herrscht jetzt ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt die privaten Immobilienkonzerne zwingen, ihre Bestände an den Staat zu verkaufen. Doch dies ist nur durch Entschädigungszahlungen möglich. Berlin aber ist hoch verschuldet. Ende 2018 lag der Schuldenstand bei 57,6 Milliarden Euro. Enteignen im Kampf gegen die Wohnungsnot. Ist das wirklich die Lösung?